Lehrer hier in der Schule. Guten Morgen, Herrn. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name ist Lang. Macht nichts, ich hab Zeit. Sehr witzig, Sandra. Du scheinst einen sehr guten Sinn für Humor zu haben. Oh, ich verstehe. Mein Nachname ist Lang, Herr Lang. Wie lang ungefähr? Okay. Nenn mich einfach Herr Lehrer, ja? Sandra, wir haben jetzt Deutsch. Hol bitte deine Deutschsachen aus deinem Schulranzen, ja? Hä? Ich dachte, wir gucken heute einen Film. Wer sagt das denn? Ich? Na, man, gut, dass ich der Lehrer bin und bestimme, was wir hier machen, ne? Gucken wir Twilight? Sandra, du bist hier in der Schule. Hier werden keine Spielfilme geguckt. Sind Sie Team Edward oder Team Jacob? Keine Ahnung. Dann müssen Sie den Twilight-Test machen. Auf www.twilighttest.de. Da werden Ihnen Fragen gestellt über Twilight und dann errechnet ein Rechner, ob Sie Team Edward oder Team Jacob sind. Ich bin ja mehr Team Sascha, ne? Boah, ich lieb den Typ so. Wir sind jetzt schon 3 Jahre zusammen. In meiner Fantasie. So, Sandra. Wir werden heute in Deutsch über Grammatik und über Zeitformen reden, ja? Sie sind der Boss. Okay, Sandra, fangen wir an. Stell dir vor, du sagst, ich treffe mich heute mit Sascha. Was für ein Fall ist das? Ein geiler Fall. Nein, was ist das für eine Zeitform? Alter, was soll was ich denn was weiß, ich was denn weiß? Okay, ein anderes Beispiel. Ich habe auf dich gewartet. Was für eine Zeitform ist das? Gestern. Nein, das ist perfekt. Boah, krass, ey, danke. Läuft bei mir. Vielleicht ist das doch noch etwas zu schwer für dich. Okay, versuch was anderes. Sandra, versuch mal einen Satz zu bilden mit den Wörtern Pferd und Wagen. Okay. Das Pferd zieht den Wagen. Ja, gut, Sandra, es geht doch, super. Und jetzt die Befehlsform davon, bitte. Hüa! 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 Boah, ey, das erinnert mich voll krass an letztes Jahr, ey. Hüa! Hüa! Sandra! Sandra! Hüa! Sandra! Hol bitte deine Sachen raus, wir schreiben jetzt einen Kurztest. Ja, ja, ist ja gut, ey. Boy. Typ ist so drohnig, mein Nerven, ey. Überschrift, der kleine Hase. Überschrift, der kleine Hase. Was? Nee, Sandra, das Wort Überschrift musst du natürlich nicht mitschreiben. Nee, Sandra, das Wort Überschrift musst du... Stopp, Sandra! Stopp, Sandra! Sandra, du musst das nicht alles mitschreiben und hör auf, wir fangen doch mal von vorne Sandra, an. Sandra, das musst du nicht schreiben. Stopp, ich komm nicht mit, ich komm nicht mit, leider mal! Mann, bist du dumm! Mann, bist du dumm! Also... Boah, ey! Welcher Vollhorst hat dein Handy denn noch an? Handy aus! Da will wohl jemand einen Kuchen morgen mitbringen! Sandra, geh einfach ran! Okay! Hello, Sandra Lish is on the phone. Talk dirty to me. Hey, Sascha, na? Ja, bist du aufgeregt wegen heute Abend? Oh, süß, ja, ich auch. Du sagst ab, ja. Ja? Nein, da bin ich nicht böse. Wenn du sagst, dass ein Meteorit auf die Erde fällt und Barack Obama dich angerufen hat und sagt, du sollst die Erde retten, das glaube ich dir. Ja, klar. Das glaube ich dir. Nein, da bin ich nicht böse. Ja? Ja, meine Tante hat ihr Baby gestern bekommen, ja. Wie das heißt? Weiß ich nicht, ey. Das Baby spricht so undeutlich.